Biathlon-Einzel der Damen 2023 in Östersund. Man könnte sagen, in gewisser Weise ein Spiegelbild der Karriere von Franziska Preuß. Oft unterschätzt, häufig von Krankheiten oder Verletzungen zurückgeworfen und meistens im Schatten anderer großer Biathletinnen, war Franzi nie der große gefeierte Star. 0,1 Sekunde fehlten ihr am Ende auf die Siegerin Lisa Vitozzi. In diesem Video schauen wir uns ihre bisherige Laufbahn an und finden heraus, warum Franzi trotz allem ein stiller Star des deutschen Biathlon ist. Im Alter von 15 Jahren bekam Franziska, die bis dahin in der Leichtathletik sportlich aktiv war, von ihren Eltern einen Gutschein für das Biathlon-Trainingscamp Biathlon erleben von Fritz Fischer geschenkt. Dieser Tag veränderte mein sportliches Leben, sagte sie, denn sofort hatte sie sich mit dem Virus Biathlon infiziert und nahm in der Folge auf Anraten Fischers am Stützpunkt Training in Ruppolding teil. Obwohl sie als späte Quereinsteigerin gilt, sicherte sie sich bereits kurz darauf einen Titel bei den deutschen Jugendmeisterschaften und gewann darüber hinaus die Gesamtwertung des Deutschlandpokals. Aufgrund dieser herausragenden Leistungen qualifizierte sie sich für den Nachwuchskader des Deutschen Skiverbands und wurde für die ersten Olympischen Jugendwinterspiele 2012 in Innsbruck nominiert. Mit insgesamt 3 Goldmedaillen und einer Silbermedaille avancierte Franziska zur erfolgreichsten Athletin dieser Spiele. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2013 in Obertilliach setzte sie ihre Erfolgsserie fort und gewann Gold mit der Staffel sowie Bronze im Einzel und in der Verfolgung. Zu Beginn der Saison 2013-14 folgte für Preuß der große Sprung in die Weltcup-Mannschaft. In ihrem ersten Rennen, einem Einzel in Östersund, belegte sie den 44. Platz. In Le Grand Bornand gelang ihr im Staffelrennen als Startläuferin zusammen mit Andrea Henkel, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier ihr erster Weltcup-Sieg. Im Februar 2014 nahm sie ihren ersten Olympischen Winterspielen in Sotschi teil. Nach einem 41. Platz im Sprint und einem 40. Platz im Verfolgungsrennen wollte Preuß auf einen Start im Einzelrennen verzichten. Auf Drängen der Trainer hin startete sie doch und wurde nach 5 Schießfehlern in der dritten Runde völlig aufgelöst aus dem Rennen genommen. In einem späteren Fazit zu den Olympischen Spielen gab Magdalena Neuner an, Preuß hätte das Einzelrennen mit einem Nervenzusammenbruch beendet und die Trainer hätten sie dazu genötigt, dass sie da läuft. Auch in der Staffel gab es keine Besserung, sie stürzte in der ersten Runde und ein insgesamt sehr enttäuschendes DSV-Team landete mit einem Rückstand von fast 4 Minuten auf dem 11. Platz. Ganz im Gegenteil dazu verlief die Saison 2014-15 äußerst positiv. In Hochfilzen holte sie ihren 3. Staffel-Weltcup-Sieg, in Ruhpolding wurde Preuß im Massenstart 2. und stand damit zum ersten Mal in einem Weltcup-Einzelrennen auf dem Podium. Bei den Weltmeisterschaften 2015 im finnischen Kontiolahti ging die Staffel in ähnlicher Besetzung wie bei den Olympischen Spielen ins Rennen. Die inzwischen zurückgetretene Andrea Henkel wurde durch Vanessa Hinz ersetzt. Die Startläuferposition übernahm die erfahrenste Athletin der Mannschaft, Franziska Hildebrand. Den geringen Rückstand von lediglich 10,4 Sekunden verkürzte Franziska Preuß auf 7,6 Sekunden. Vanessa Hinz brachte die Staffel endgültig in Führung, die Laura Dahlmeier bis zum Ende des Rennens weiter ausbauen konnte. Im Massenstart gewann Franzi die Silbermedaille und übernahm damit als jüngste Biathletin das rote Trikot im Massenstart. Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen in dieser Disziplin gewann sie zur Silbermedaille auch die Weltcup-Wertung im Massenstart. Die Saison 2015-16 startete für Preuß ähnlich erfolgreich. Von den ersten 8 Rennen konnte sie 4 unter den besten 10 beenden. Beim Saisonhighlight der WM in Oslo holte Preuß mit Hildebrand, Pfeiffer und ihrem Lebenspartner Simon Schemp in der Mixstaffel die Silbermedaille sowie einmal Bronze in der Staffel der Damen. Die folgenden Jahre waren geprägt von der wohl größten, in Anführungszeichen, Schwäche von Franziska, nämlich ihrem Körper. Immer wieder wird die junge Athletin von Krankheiten und Verletzungen heimgesucht, egal ob im Winter oder der ebenso wichtigen Sommervorbereitung. Preuß hat nie wirklich Ruhe und kann zu ihrer Topform kommen. Auch mental hat sie verständlicherweise mit den immer wiederkehrenden Rückschlägen zu kämpfen. Trotz allem setzt sie sie immer wieder Ausrufezeichen, zum Beispiel mit ihrem ersten Weltcup-Sieg beim Heimweltcup in Ruhpolding. Dank eines fehlerfreien Schießens holte sie sich völlig verdient das erste Mal den Platz ganz oben und strahlte überglücklich über ihren ersten Erfolg. Ihre insgesamt beste Saison bisher absolvierte sie in den Jahren 2021, als sie im Gesamtweltcup den 3. Platz belegte. Die aktuelle Saison startete mit 2 zweiten, einem 3. und einem 4. Platz grandios und wurde mit dem gelben Trikot belohnt. Das Schicksal ihrer Karriere schlug aber wieder mal zu und sie konnte beim Weltcup in Hochfilzen aufgrund einer Krankheit nicht an den Start gehen. In Lenzerheide kam sie mit 3 Top-10-Ergebnissen aber wieder stark zurück. Vielleicht geht's nur mir so, aber ich finde, sie ist eine Athletin, mit der man sich zu 100% identifizieren kann. Man leidet mit ihr, wenn sie fast unter Tränen ein Interview nach einem verkorksten Rennen gibt und freut sich doppelt und dreifach, wenn sie nach einem erfolgreichen Rennen auf dem Podium steht. Franzi Preuß, für mich
ein stiller Star des Bier.